Wir sind auf der Zielgeraden der 200 Happy Wheels Folgen. Mir geht's soweit auch wieder gut. Ich habe also ein positives Gefühl. Nun muss bloß noch die heutige Map-Qualität stimmen. Click 94 times to win. Das ist ziemlich spezifisch. Warum muss ich da jetzt 24 machen? Oh Menno. Scheiße, nee. Warum auf ein I? Was soll das I bedeuten? Ja. Es interessiert mich mal, vor allen Dingen, this is really hard. Ja, eindeutig, wenn du eine kaputte Maus hast, vielleicht. Es interessiert mich, wie schnell waren andere Leute. Was? 3,80. Ja, okay, du hast doch irgendein Programm benutzt oder so, ein Autoklicker, ey. Find the diamond. Wo ist er? Oh, ist das die Sonne? Die ist ziemlich nah an mir dran, ey. Es müssten hier irgendwie 1000 Grad sein, aber naja. Aha, eine Höhle. Ich kann durch alles durchfahren. Diese Map ist äußerst gefährlich. Ah, schau mal einer an. Was auch immer das da für Kugeln sind. Mir doch egal. Da kann man auch noch was an gerade. Ja, hier nichts ist irgendwie. Ein Hindernis, ich kann nicht alles durch. Das ist der Diamant. Und nu? Ja? Okay. Nose Run. Run, Nose Run. Spiele ich jetzt eine Nase? Und ich muss über Pickel springen. Das ist ja das schönste Level, was ich je gesehen habe. Warum macht man sowas? Das ist ja nicht mal Happy Wheels, das ist Happy Nose Walk. Was für ein unnötiger Schnitt. Das hätte ich gleich schaffen können, ey. Und nu? Ach so, ja. Wie konnte ich das nicht vorhersehen? Ten Score Earthquake. You can use Bugs. Ich darf betrügen, ja? Naja, was heißt betrügen? Ich nutze das aus, was das Spiel hergibt. Oder ich fliege ganz normal hin mit Fresse. Boss Fight. Sorry for my English. Gucken wir uns gleich an, wie viele Fehler da sind. Ah, schau mal. Click to select Boss. Hier gibt's ja bloß einen. Part 1. Dann kämpfe ich jetzt gegen Mario. Ach du liebe Güte. Wenn der Fahrstuhl sich mal erbarmt, da unten anzukommen. Upi. Boss Health. Ja, ich bin schon längst hier drüben. Warum geht die Frames da wieder runter? Click to attack. Ach so, da soll ich klicken, wo es auch. Ja, die Schaltfläche muss ich anklicken. Ich hab Mario angeklickt. Ah, nein, scheiß. Alter. Scheiß Frames. So, gucken wir uns mal an, wie viele Schreibfehler hier sind. Das war richtig gut, ey. Ist da überhaupt kein Fehler drin, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Temple Raid. Hier, Center. Braucht mal den Tempel aus. Ja, also das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ach, schau mal. Oh, was ist denn hier noch? Nichts. Ist bloß die gleiche Falle nochmal. Oh! Aha. Jetzt kann ich das so auch. Ja, Mann. Okay, dann muss mal anderes ran. Hilft ja nichts. Du kannst hier sowieso rechtzeitig vorbei, bevor das runterfällt, also. Aha. So ist das vielleicht auch gedacht. Ja, klasse. Oh, Scheiße. Ich habe ihn darüber geschmissen, dass es schon aktiviert wurde. Was war das? Wo ist der Kopf von dem Typen? Ach so, der ist da unten. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich kann nicht mal mehr das. Ja, mit der Falle hat er dann einfach mal das Spiel gecrashed. Gut. Ich muss hier jetzt rüber. Ja, fliegt da drüber irgendwie. Ich glaube, ich bin an der Falle vorbei. Nein, nicht schon wieder. Oh. Jetzt war ich so auf das mit den Mistgabeln fixiert, dass ich das wieder vergessen habe. Alter. Ja, okay. Jetzt ist das Ende erreicht. Schon sagen, wie oft passiert. Nein, nicht wieder so ein Weg. Als ob gleich nicht wieder irgendwas hochfliegt oder. Oh!
Was war das? Was ist denn das? Ach so, irgendwas Ausländisches. Also nicht Englisch. Ich meine, USA und so ist ja auch ausländisch. Ihr versteht, was ich meine, ne? Das habe ich dafür nicht verstanden. Warum bin ich denn jetzt umgefallen da? Moment, da passiert gerade was. Also, wenn ich verstehen würde, was da stand, dann würde ich das Level vielleicht sogar checken. Aber interessant sieht's ja aus. Wo bin ich hier? Oh. Ey, der Ort gefällt mir richtig. Das kann ich nicht benutzen, oder? Die andere Plattform da. Nee, jetzt muss ich allein hier rumrollern. Ich traue dieser Map nicht mehr. Vorhin war da schon eine unsichtbare Wand, bei der ich drauf ging. Ja, komm ich da nicht hoch, oder? Scheiße, free. Jetzt frage ich mich, ob ich den Schwung schaffe oder ob ich da runter muss. Oh, ich glaube, du kannst das schaffen, verdammt. Ja, komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alter, was ist das hier? Was ist das hier alles? Was da rechts noch? Ich mag das, dieses Level zu erkunden. Oh, da sind nur noch mehr von diesen blauen Streifen, die runterfallen, wenn ich sie berühre. Da. Was ist das für ein Level? So eine Erfahrung hatte ich schon lange nicht mehr in Happy Wheels. Ich bin verblüfft und irritiert zugleich. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, was da steht. Die Flagge ist anders. Das war cool irgendwo. Was hast du noch gemacht? Schauen wir uns mal die Maps an. Das ist jetzt eine richtige Entdeckungsfolge. Open. Erstmal hier rüber. Und dann sofort wieder sterben. du. Machen wir nochmal hier. Dadurch, dass ich wieder gesehen habe, dass nicht allzu viele gute Maps da sind, finde ich das gerade sehr gut, dass ich diesen Autoren gefunden habe. Denn diese Maps dauern ja auch ziemlich lange, habe ich schon bei der ersten festgestellt. Jetzt darf ich hier hoch, weil ich da was umgeschmissen habe oder was. Ja, die Logik muss man nicht hinterfragen. Ich finde das bloß ein wenig faszinierend und lebe damit. Ja, jetzt wackel ich hier so ein bisschen hin und her. Oh. So viel zu, die dauern lange. Naja. Trotzdem war ja gar nicht mal so schlecht. Hier ist ja schon der zweite Teil. Und ich bin ein anderer Charakter, der jetzt mit einem weiteren Fahrstuhl nach oben gebracht wird. What is it? Eine englische Frage. Das muss man schon mal hervorheben. Das haben wir ja bisher noch nicht gesehen hier. Bei dem User. What? Ja, aber selbst dann, wenn er Englisch schreibt, verstehe ich das Level nicht, weil da steht ja nur, what is it? What? Da kann ich auch nicht viel mit anfangen. Kannst gerne Fragen stellen. Du bist genauso verwirrt wie ich, offensichtlich. Wait! Okay, jetzt muss ich warten. Oh nee, dann, ach komm schon. Das ist ja pures Glück. Shit. Naja, jetzt wo ich weiß, wo die erste Gefahr ist, kann ich das Level ein wenig speedrunnen. Es sei denn, der Fahrstuhl wackelt so sehr, dass ich tatsächlich runterfalle. Ich fasse es ja nicht. Das ist schwer. Na super, jetzt hängt das. Boah, ich. Alter, wie lang ist das? Wie lang ist das? Oh, danke. Was ist das da? Sind das deine Klöten? Nee, irgendwann Gesicht. Du weißt nie, was dich erwartet hier. Versus Ransom. Wer ist denn Ransom? Ach so, du bist das. So heißt der Autor. Schon gewundert, ey. Skip. Nee, ich skippe hier gar nichts. Ich sauge diese Level in mir auf.
Das ist jetzt. Was haben diese Leute mit diesen ewig langen Aufzugsequenzen, Mann? So kann man auch sein Video füllen. Das fällt doch sowas von runter. Ja. Das war klar. Wer bist du denn? Bist du Rensen, wie auch immer man den ausspricht? Skip. Oh. Geht's jetzt schneller? Ja, oder? Mach dort hier weg. Ich habe schon Skip gedrückt, dann will ich auch, dass diese Blockaden da verschwinden. Und jetzt der weite Sprung. Yeah. Ah, da bricht hier wieder alles. Oh, das schiebt sich. Oh, ich habe schon wieder nicht gecheckt, dass das Braune, wo ich hier gerade drauf fahre, dass das fest ist. Ich dachte, das ist jetzt sowas, wo ich über diese Spike-Wand springen muss. Ja, manchmal erkennt man nicht, wo man drauf fahren kann und wo nicht. Ja. Mann, ihr bricht schon wieder das Gebäude. Alter, was? Ich warte jetzt hier. Zurück wahrscheinlich auch nicht. Ich muss jetzt hier an. Aha, okay, von da oben Anlauf nehmen. Dann stirbt man an der nächsten Stelle, wo man nicht wusste, dass da was passiert. Lock das raus. Lock das raus. Okay, ich muss. Ah, nee. Aha. Noch irgendwas, was mich überraschen will? Da geht's runter. Kann ich auch mal bitte ein paar Meter fahren, ohne irgendwo drauf reinzufallen? Ich dachte mir schon, dass man da drauf landen soll, damit der Sturz nicht übertrieben ist. Ich hab's bloß nie getroffen. Oh, das war knapp. Jetzt hier warten. Boah, wie schnell das angesaust kommt plötzlich. Jetzt warte ich lieber. Aha. Ja, du. Was für ein Schlingel. Uda. Was soll jetzt wieder Uda sein? Kommt jetzt noch was? Soll ich zur Münze hochgelangen oder muss ich da jetzt tatsächlich mit einem. Mann! Wieso eskaliert die Wand denn da so? Okay. Jetzt. Nein. Ich bin. Oh, ey, das ist aber auch ätzend. Alter. Ich werde jetzt nicht. Nee, komm mal, das ist schon. Ey, ich bin so angespannt. Ich darf jetzt hier nicht runterfallen. Okay, cool. So, jetzt los. Jetzt hat er aus irgendeinem Grund seinen Kopf richtig weit nach vorn gezogen. Da rastet der Segway aus. Logic Games Demo. Das ist nur eine Demo. Und wie ich sehe, der lädt ziemlich oft hoch. Die erste Map wurde am 1. Dezember hochgeladen. Da kann man bestimmt noch eine Menge erwarten. Oh. Ich glaube, den werden wir in mehreren Videos sehen. Nicht nur in dem hier. Logic Games Demo, Level 1 very easy. Ah, das ist so ein Point-and-Click-Level. Die mag ich eher nicht so. Na, mal sehen. Was ist jetzt. Oh, Moment, das ist nur eine Demo. Sprich, das wird tatsächlich alles sein von dem Level. Ah, Pogo Man Adventure New. Das ist ein ungewöhnlicher Anfang. Ja, hau mal ab da. Das war tatsächlich neu, also der Teil war nicht gelogen. Ich muss das ja alles so schräg. Hab Angst. Dreh dich! Schön gemacht, nur leider ist da noch eine Münze. Wie soll das denn gehen hier? Von 22 erst. Himmel, Hülf, wie soll das denn weitergehen? Da kann ich ihn doch reindrehen, oder? Wollte schon sagen.
Ich habe gerade mal die Hälfte der Münzen, aber hier sind keine Hindernisse mehr, die mich töten können. Nee, jetzt ist es auf einmal angenehm. So in der Mitte voll die Todeszone, aber hier, ja, hier hast du noch ein schönes Treppchen mit vielen Münzen. Du wirst jetzt nicht von der Treppe sterben, oder? Roll dich da hoch, roll dich. Okay, du rollst da nicht mehr hoch. Du stirbst jetzt nicht bei der Treppe. Ich schwöre dir eins. Was ist das? Nein. Wieso frisst die Treppe gerade meinen Pogo-Stick? Das darf doch nicht sein gerade, oder? Zieh bitte den Pogo-Stick da raus, ey. Ich helf dir gleich. Geht ja gar nicht. Da ist also irgendwie die Collision so, dass man durch die Treppe fallen könnte. Oh, ja. Perfekt die Münzen gegriffen und das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, Alter. All der Aufwand für nichts. Also, dass ich das richtig verstehe, ja. Man muss genau im richtigen Zustand, sage ich mal, in der Kanone landen, dass man da nicht stirbt. Sprich, hat man schon irgendwelche Körperteile verloren, sodass sich das Gewicht des Charakters verändert, fliegt man ja im falschen Winkel. Ach so, aha. Da geht's dann noch weiter. Das ist jetzt ein Don't-Move-Bereich des Levels. Das wusste ich von Anfang an. Was ist das da links oben, bitte? Irgendeine Schallplatte oder was? Ja, das hatte echt Potenzial. Das war mal ein bisschen anders als die üblichen Pogo-Level. Nur stellenweise war das doch etwas gemein, ne? Wie man es spielen soll. Ah, Freitag der 13. Very bloody level. Warning, adult only. Glaubst du wirklich, dass all die anderen Maps hier, wo Blut spritzt, wenn man stirbt, angebrachter sind? Musst du da ernsthaft eine Warnung rein? Ich hinterfrag das gar nicht, ey. Ich hinterfrag das gar nicht. Oh, danke, dass du eine Charakterauswahl eingestellt hast. Wenn nur er hier zum Beispiel in der Lage ist, dann. Okay, vielleicht auch er nicht. Vielleicht darf ich auch nicht mit ihm spielen. Und eine Map würde ich noch machen. Dann soll es auch gut sein für heute. Welche wird es sein? Hier sehe ich nichts Gutes. Was auch immer das hier sein soll. Wir spielen Playground, oder? Play. Ja, beim Playground soll man playen. Der Timmy auf der Rutsche, ey. Ja, okay, das Level gibt jetzt auch nicht allzu viel her. Es sieht ganz nett aus, dann kommt eine Weile gehende Leere. ja, ich mach's so schnell ich kann. Das ist Höchstgeschwindigkeit. Vielleicht war das nicht die letzte Map. Irgendwas noch, was mir ins Auge sticht, wo ich sage, ja, das klingt cool. Garantiert nicht nur Safe for Work 18 Plus. Das kannst du vergessen. Medieval Menschen. Das will ich probieren. Okay. Ja. Was? Oh, Moment. Da muss ich wohl doch was da machen. Call to enter. Ich glaube, ich stand falsch. Ist nur so ein Gefühl. Da steht ja sogar noch Beware the Spikes. Naja, jetzt kann ich. Ah! Welcome to the Estate. Wieso verändert sich das hier ständig? Das soll wohl symbolisieren, dass ich durch die Türen fahre, oder? Ein wenig verwirrt ist es aber. Okay. Auch nicht so schlecht, oder? Happy 2020 Happy Wheels. Ich weiß nicht, ob das so ein glückliches 2020 für Happy Wheels wird, weil ja Flash abgeschafft wird im Dezember des nächsten Jahres, ne? Wie die Zukunft aussieht, wissen wir also nicht. Ich weiß bloß, das war das Ende dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.